Bei mir Spielertrainer Janik Lemba. Janik, heute kein Spiel für schwache Nerven nach einer 2:0-Führung für den SV Wolfau. 10 starke Minuten nach der Halbzeit. Was hast du den Spielern gegeben in der Pause oder gesagt? Naja, ich habe es eigentlich nur motiviert im Guten. Ich probiere das so zusammenbringen, so wie ich das immer als Spieler auch damals für gute Trainer gehört habe. Ich habe natürlich die Fehler schon angesprochen, das war, dass wir einfach 2-3 gewonnen, keine K2-Kämpfe gewonnen, wir sind nie irgendwo ins Spiel gekommen. Natürlich, mein Gedanke war am Anfang, ich defensiver, es hat sich dann ausgestellt, dass das nicht in Ordnung war, dass ich eigentlich wertvoller bin vor einem Sturm mit Mario. Natürlich, die Wende war für mich ganz sicherlich der Elfmeter. Wir haben dann natürlich schnell den 2-2, ist uns gelungen. Und da haben wir Wolfau konfus und wir haben das eigentlich super ausgenutzt und haben dann gleich draufgesetzt und ja, das Rest wissen wir schon. Eine Vorschau auf das nächste Spiel. Am Sonntag spielen wir in Badersdorf. Ivan hat sich verletzt. Ist die Verletzung, wird das länger dauern oder was hat er da konkret? Ja, genau weiß ich es auch nicht, aber ich habe es jetzt wieder gesehen und ich bin echt mächtig stolz auf der Mannschaft, weil wir haben wirklich sehr schwerwiegende Verletzungen für wichtige Spiele haben wir wettgemacht und man hat auch gesehen, dass auch mit so einer Mannschaft sehr, sehr vieles möglich ist. Es ist halt immer die Frage, ob man das unbedingt will oder nicht. Gibst du uns zum Abschluss noch einen Tipp für das Spiel in Badersdorf? Oder? Ich bin sehr zuversichtlich und wir werden ganz sicher gewinnen. AskÖ TV bedankt sich für deine Worte. Ciao. Danke.